Ja, da sind wir jetzt wieder bei der neuen Folge zum Mad Games Tycoon. Und die Verkaufszahl, die lassen sich echt sehen. Wir haben 621.000 bis jetzt bekommen. Und es könnte noch ein bisschen nach oben gehen. Ich habe leider noch keine Marketingstelle. Das werden wir jetzt aber gleich ändern. Ich warte jetzt, bis das Spiel vom Markt genommen wird. Das dauert, aber wir kriegen trotzdem immer noch was dazu. Wir haben 1.000 Verkäufe jetzt die Woche gehabt. Es geht immer weiter runter, wobei es bleibt konstant. Und? Also wenn das 218 Stück sind, jetzt haben wir 650.000 insgesamt. So, jetzt müssen wir ja planen. 1,5 Millionen haben wir. Das heißt, ich kaufe mir nicht das, was ich mir jetzt gerade so leisten kann mit 1,5, sondern wir kaufen uns das für 1 Million, das mittlere Bürogebäude. Komm, buff. Du hast ein größeres Gebäude gekauft. Da du nun mehr Platz hast, solltest du einen Trainingsraum bauen, um deine Mitarbeiter auszubilden. So, das ist mir jetzt gerade Yuki. Jetzt müssen wir erstmal gucken. Wir müssen ein Entwicklerstudio haben. Wir müssen eine Qualitätssicherung haben. Wir müssen Forschung haben. Wir müssen am besten auch eine Produktion haben, weil dann können wir uns nämlich dieses mit dem Publisher können wir uns dann sparen. Weil wir dann selber Publisher sind. Und dann machen wir auch mehr Gewinn damit. Ich zeige euch jetzt, wie das alles funktioniert. Aber wir werden jetzt erstmal wieder komplett neu aufbauen müssen. Wir brauchen auch ein Chefbüro. Wo ich letztes Mal irgendwie auf der Toilette war. Keine Ahnung, wie ich da hingekommen bin. Und das Chefbüro muss auch nicht groß sein. Das reicht, wenn ich das so baue. Mit Tür. Und da muss ja dann, der Chef Schreibtisch. Boah. Voll der gute Schreibtisch. So, jetzt haben wir schon eine Ausstattung von 25. Finde ich toll. Weiter geht's. Falsch, wir müssen einen Raum bauen. Entwicklung. Wie groß machen wir die denn? Ich will sie auch nicht zu klein machen, wenn ich ehrlich bin. 1, 2, das ist zu klein. Hier könnten vielleicht 4 Schreibtische reinpassen. Machen wir das so, ne? Halt. Ich muss einen breiter werden. Das ist zu symmetrisch, das heißt also so. Zu symmetrisch, habe ich gerade das Wort wirklich gerade benutzt? Egal. So müssen wir das machen. Dann bauen wir, dann brauchen wir Schreibtische. 1, 2. Ich könnte das Ganze natürlich auch noch ein bisschen enger bauen. Das heißt, ich baue den, oder ich stelle den Schreibtisch dahin, den Schreibtisch hierhin. Und dann habe ich ja noch die Möglichkeit, diese Schreibtische hier hinten zwischenzusetzen. Allerdings habe ich jetzt gar keinen Platz mehr für Heizung und Co. Und ich muss ja auch noch ein paar Blumen da reinsetzen. Und ich glaube, der eine braucht ein Stahlwaschbecken, ja? Wenn ich mich noch richtig dran entsinne. Das heißt also, wir brauchen keinen Kopierer. Wir brauchen eine Heizung. Wo kriege ich denn die Heizung her? Die war doch, glaube ich, unter Verschiedenes, ne? Geht ja eigentlich. Ach, da ist sie doch. Ja, kann ich die jetzt da irgendwo hinsetzen? Schade, dass ich die... Da war eben gerade Heizung. Wieso kann ich die Heizung eigentlich nicht an die Wand setzen? Ist wahrscheinlich unmöglich, die da zu platzieren. Ich werde das erstmal so machen. Nein. Wir bauen erstmal einen neuen Raum. Das heißt, die Forschungsabteilung. Die Forschungsabteilung hätte ich gerne... Hätte ich die Forschungsabteilung gerne da? Gleich gegenüber? Die muss ja nicht ganz so groß sein, theoretisch.
Das heißt, ob das reicht? Ich baue die erstmal ein bisschen kleiner. Hinterher können wir es ja immer noch vergrößern. Aber im Moment bin ich ja auch ganz gut mit einer Person klargekommen, die in der Forschung sitzt. Und das war ich ja. Und die anderen, die waren da ja eingeteilt. Jetzt muss ich nur erstmal wissen, was brauchte der denn hier eigentlich? Konnte ich das irgendwie sehen? Übersicht. Da, das war ein Stahlwaschbecken. Nee, Metallwaschbecken. Wir brauchen ja auch noch eine Toilette. Produktion sollten wir auch bauen und einen Lagerraum. Klo, ganz wichtig. Das heißt, ich muss das hier nochmal zumachen. Wir brauchen ein Klo. Das baue ich von mir aus gleich hier neben das Chefbüro. Ich hoffe, ich habe das jetzt nicht zu klein gebaut. Da kommt dann das Metallwaschbecken rein. So. Was brauche ich noch? Ein Lagerraum. Ich muss erstmal gucken, wie groß die Dinger hier eigentlich waren. Ich glaube, das kann ich hier nicht hinstellen. Schade. Dann muss ich das jetzt nach frei nach Schnauze bauen. Das zu klein ist? Ich glaube, ich mache das größer. Weißt du, was ich mal mache? Damit das hier nicht schief geht, speichere ich einfach mal. Nicht, dass ich einfach Geld in den Sand setze. Na, das war ein bisschen sehr... So. Mal gucken, ob das passend ist. Oh, da passt aber ein bisschen was rein. Okay, ich habe das vielleicht in der richtigen Größe sogar gebaut. 900.000 passen da rein. Wir haben immer so um die 200.000 verkauft. Also ist der... Da ist noch ein bisschen Platz. Also ein bisschen Restplatz. Dann können wir dann daneben die Produktion hinsetzen. Das heißt also hier... Machen wir den Raum mal so. Uah, das wollte ich nicht da hinsetzen. Da sollte es hin. Und dann brauchen wir selbstverständlich die Maschinen dazu. Oh, ich habe kein Geld mehr. Nehmen wir mal 2 Kredite auf. Ich weiß, das ist jetzt gerade etwas happig, was ich da gemacht habe. Aber es lohnt sich wirklich. Oh, so eine Maschine kostet ja richtig Asche. Und die sind auch mächtig groß. Du hast nicht genug Geld. Na gut, wie sieht's denn eigentlich aus? Zweitvermarktung, Produktionsaufträge, Zweitvermarktung, Budget? Ah, hier könnte man zum Beispiel nochmal ein Spiel rausbringen. Was gut lief. Das war ja sehr gut verkauft worden. Das ist ja jetzt hier das erste gewesen, aber das war auch gut. Spielebande. Na gut. So, jetzt sind wir ja hier in dem neuen Gebäude. Die haben sich gefunden, das ist gut. Ich brauche bestimmt noch ein paar Sachen. Nachfolger entwickeln. Da könnte man zum Beispiel Nachfolger von machen. Ich nenne das mal Teil 2. Das wird jetzt natürlich viel zu viel Geld kosten. Da gehe ich mal jetzt stark von aus. Ja, es ist ja nicht so, als ob es nichts kostet, ne?
Der Qatari ist zurückgegangen. Ich glaube, das könnte passieren, dass die Plattform bald vom Markt geht. Jetzt ist nämlich der Nintendo weit oben. Unter Uppelmuck. Ich glaube, wir machen das mal so. Ist ja nicht so, als ob es nichts kostet, aber hey. Gameplay, Story, mehr Atmosphäre. Die wollten auch Spieltief und Core Gamer sollten damit angesprochen werden. Kopierschutz. So, wie warten wir denn das vorher? Ich glaube so, bisschen Technik noch raus. So. Es könnte mir jetzt auch ganz gut das Genick brechen. Aber ich muss ein bisschen was haben. So, jetzt setzen wir mal alle in einen Raum und die entwickeln jetzt. Dann will ich mal hoffen, dass das gut geht. Neue Plattform verfügbar. Jetzt kommt Auftragsarbeit rein. Ich hoffe, es will jemand... Es gibt einen Publisher-Auftrag. Techsoft hat das Spiel Journey veröffentlicht. Ich hätte vielleicht nicht gleich die Produktion bauen sollen. Das war, glaube ich, der Fehler dabei. So, was kann ich denn hier machen? 40.000 bringt das, das machen wir. Das schaffen wir auch. Hier sieht man jetzt, dass es produziert wird. Das war jetzt ein Auftrag für die Produktion. Wir werden natürlich unser neues Spiel vorstellen. Wir haben 2474 neue Fans dazu bekommen. Qatari STT. Oh, jetzt haben wir aber viele Bugs drin. So, das haben wir erledigt. Dann haben wir hier noch Produktionsmenge. Da kriegen wir auch 30.000. Das machen wir. Und jetzt haben wir hier sogar einen Publisher-Auftrag. Was müssten wir denn dann nehmen? Garantiesumme. Dein Gewinnanteil 26%. Das klingt gar nicht mal so schlecht. Das könnten wir gut vermarkten. Nur ich habe kein Geld dafür. Das ist mein Problem. Ich glaube, ich muss am Anfang noch mal einen anderen Publisher nehmen. Nicht unbedingt ich selber, weil ich habe nur 17.000. Und wenn das hochgeht, muss ich erstmal meine ganzen Darlehensschulden weghaben. Beeilt euch mal ein bisschen. Was ist denn jetzt los? Sicherheit im Büro, ein Feuerlöscher. Oh, jetzt wollen die doch nicht ernsthaft einen Feuerlöscher haben. Ich habe jetzt wieder Plus, jetzt muss ich mir schnell den Feuerlöscher kaufen, bevor ich mir nicht mehr leisten kann. So. Jetzt habe ich in jedem Büro einen Feuerlöscher, außer im Chefbüro. So. Das sieht doch schön aus. Und dann wollen wir es mal veröffentlichen. Oh, die Musik und das Gameplay ist runtergegangen. Ich glaube, das könnte Probleme geben. Oh, und den gibt's nicht mehr, wo wir das vorhin angeboten haben. Da müssen wir also unseren altbeliebten wieder nehmen. Eins deiner Spieler hat genug Soundpunkte gesammelt, um das Soundstudio freizuschalten. Oh, ich glaube, das wird diesmal nicht ganz so gut, oder? Ah, knapp vor der 70.
Es wird aber auch nicht mehr. Die Grafik... Boah, 97% Grafik. Das ist mal nicht schlecht. Na gut, dann wollen wir mal gucken, was passiert. Auftragsarbeit schnell anfangen. Ich brauche das Geld. So, Produktion. Machen wir mal diese hier. Und ich kann auch schon ein paar Darlehen oder ein Darlehen zumindest zurückzahlen. Jetzt wurde wieder eine Plattform vom Markt genommen. CV22. Da wurde also nichts für gemacht. Deswegen sind die auch wieder aus dem Geschäft. So. Dann kann ich hier einen Kredit wieder rausnehmen. Jetzt beste Grafik haben wir bestimmt. Weil 92%? Ja, ich sag's doch. Zero. Verkauft sich hervorragend. Super gemacht. Mitarbeiter beschweren sich über das Klima. Wieso denn das? Klima. Ventilatoren sollten das Problem lösen. Oh, immer nur da rumnörgeln hier. Wenn ich das machen würde, dann würde mein Chef mir, glaube ich, einen in die Schnauze hauen. Ist doch tatsächlich so. Machen wir da oben mal. So. Jetzt haben wir da zwei Ventilatoren drin. Ob es denen jetzt geht, es denen besser. Wieder unnütze Ausgaben. Und da kriegen wir jetzt, bumm, wieder Bonus. So, was haben wir denn hier noch? 35.000, 18.000. Schnell verdientes Geld. Moment. Das hier machen wir. Es verkauft sich auch immer noch gut. Ich will mal gucken bei den Features. Was gibt es denn da mittlerweile? Grafik in 256 Farben. Das heißt also, wir bräuchten eigentlich wieder einen neuen im Personal. Den stellen wir ein. Der hat auch überhaupt gar keine Wünsche. So, dann packe ich mich wieder hier hin, weil dann haben wir nämlich einen... Die ergänzen sich hier, glaube ich, perfekt. Nein. Der hier war's. Game Design 91,7. 91 und Programmieren vor allen Dingen 94. Das ist dann der schnellste, den wir hier haben in der Programmierung. Habe ich hier denn noch einen, der in der Büroarbeit? Das wäre noch was Wichtiges. Damit ich einen da habe. Wobei, bei Forschung reicht es ja, wenn ich da einen habe. Jetzt müssen wir dann noch mal überlegen, dass wir ein Soundstudio und das alles haben. Apropos, habe ich denn hier eigentlich noch was zum Reinpacken? Nein, habe ich nicht. Das heißt also, ich muss jetzt erstmal wieder ein bisschen was an Features erfordern. Erforschen. Also, die Grafik natürlich. Das ist jetzt das ganz Wichtige. Den hole ich mir mal darüber. Das schaffen wir hier. Oh, ich könnte jetzt eine Publisher-Funktion einnehmen. Was haben wir denn hier? Bewertung 3 Sterne von EDI. Garantiesumme 95.500 und Gewinnanteil 47%. Komm, wir können das ja einmal machen. Der Entwickler EDI Software hat dir sein neuestes Spiel vorgestellt. Sie hoffen, dich als Publisher gewinnen zu können. Möchtest du das Spiel produzieren und vertreiben und das Angebot oder das Angebot ablehnen? Wir machen jetzt einfach mal ein. In wie vielen Wochen soll das Spiel veröffentlichen starten? Machen wir mal 5 Wochen. Das ist ja noch eine Diskette.
Ach ja, die CDs kamen, glaube ich, auch ein bisschen später. Was wollen wir denn dabei packen? Eine Anleitung in Farbe oder in Schwarz-Weiß? Wir können ja mal eine farbige dazu packen. Aufkleber, nö, Ballon, nein, Spielekarten. Ein Kugelschreiber ist vielleicht ganz nett. So, Gewinn wäre 3. Da müssen wir den Verkaufspreis auch erstmal festlegen. Anteil für Entwickler. Ich möchte gerne gewinnen. Machen wir mal $25, dann haben wir 6 Gewinn. Ja, lassen wir das mal so. Wir packen einfach nur eine farbige Anleitung mit bei. Wobei vielleicht das mit dem Kugelschreiber vielleicht gar nicht mal so eine schlechte Idee ist. Komm, das machen wir. Und der hat auch keine so schlechte Wertung bekommen. Also wird sich... Oh, vom Sound her ist das gut. Dann wollen wir mal loslegen. Jetzt müssen wir erstmal hier vorproduzieren. Spiele produzieren. Econ, wie viel wollen wir denn mal produzieren? Wir produzieren mal... Ich weiß nicht, wie gut sich verkaufen lässt. Wir produzieren mal 100.000. Jetzt geht das natürlich ins Geld, wie man jetzt ganz stark sehen wird. Ich weiß nicht, inwiefern das von den Schulden noch geht. So, Verkaufszahl für dieses Spiel bleiben zurück. Daher wurde das Spiel aus dem Handel genommen. Es ging eigentlich. Jetzt bin ich ja mal gespannt. So, es wird jetzt gleich veröffentlicht. So, es ist veröffentlicht. Ich habe leider keine Marketingabteilung. Rustic 2.0 Plus. Oh, jetzt haben wir ein bisschen Geld dazugekriegt. So, als Publisher ist das vielleicht auch mal ganz interessant, dass wir das mal ausprobieren. Nur ich brauche noch eine Marketingabteilung. Ja. Es verkauft sich schon mal. Es ist ja schon mal was wert. Wir machen hier auch mal kurz eine Auftragsarbeit. Ich brauche nämlich Geld. So, Marketing. Das heißt, ich brauche keinen Support, ich brauche einen Marketingraum. Der ist noch schön klein. Ja, machen wir den mal so groß ungefähr. Hier die Tür rein. Dann klaue ich mir mal mich selber und setze mich da rein. So, Personal, starte Marketingkampagne. Wie können wir denn das jetzt am besten auskleiden? Wir warten noch ein bisschen. Jetzt muss nämlich nochmal was verkauft werden, dann kann ich mir das nämlich leisten. So, jetzt machen wir mal eine Kampagne in Sachen Plakat. Was ich jetzt nochmal machen könnte, ist den anderen zu nehmen, den da auch mit ins Boot zu setzen, damit das alles ein bisschen schneller geht. Na los, setz dich hin! Oh, der ist sogar besser dafür geeignet als ich. So, dann sollten die da mal weitermachen. Wir müssen ja ein bisschen Geld scheffeln. Messestand. Ich habe im Moment kein eigenes Spiel. Das müssen wir nicht machen. Ah, im Moment mache ich Minus.
bisschen Plus wäre gut. Mal gucken, ob es nach oben schießt. Ah, nicht so wirklich. Was könnte man denn stattdessen mal machen? Eine Radiokampagne vielleicht? Es könnte schon ein bisschen spät sein. Das ist natürlich so eine Sache, ne? Flyer? Ich glaube, ich lasse es auslaufen. Das wird nur Minus machen, wenn ich Pech habe. Und das hier macht Plus. So. So, mal gucken, was können wir denn hier jetzt gerade machen? Da 55.000, das kriegen wir hin. Und wir machen tatsächlich Plus. Neues Feature, Mausteuerung mit der Maus. Boah, ey. Das ist ja mal das beste Feature. Also ich brauche auf jeden Fall einen, der in der Marketingabteilung arbeitet. Und 8-Bit-Sound müssen wir erstmal erforschen. So, mal sehen. Umsatz 1,56 Millionen. Das ging eigentlich von den Verkaufszahlen her. Wir haben schön Plus gemacht. Das geht. Das lässt sich sehen. Also dafür, dass wir den ersten Publisher-Auftrag hatten, ging das eigentlich. Garantiesumme da. Was ist das? Das ist ein Simulator. Spiel vom Markt nehmen, Restbestände verkaufen. Möchtest du wirklich restliche Verkaufe? Ein Vertrieb im Budget hat dir ein Angebot gemacht. Ich könnte die auch wieder verkaufen. Verkaufte Einheiten. Oh, jetzt haben wir wieder ein bisschen davon gekriegt. Jetzt muss ich vielleicht mal den einen Kredit zurückzahlen. Und jetzt haben wir keine Schulden mehr. So, ich glaube, ich hatte noch keine neuen Features erforscht gehabt. Doch, natürlich, die Grafik, die muss da noch reingeballert werden. Dann kostet die dann auch 32.000. Gewinnbeteiligung 31%. Rustig 2.0 plus plus. Wobei ich die eigentlich schon alleine wegen der Grafik 3.0 nennen muss. Ach so, das ist ja hier noch in der Produktion. Kann ich mir eigentlich noch so eine Maschine leisten? Ich habe nämlich das Gefühl, dass es nicht ausreicht langsam mehr. Ich kann sie mir leider nicht leisten. Aber ich glaube, das ist fast egal, ne? Damit lassen sich Spiele selbst produzieren. Was ist denn der Unterschied? Kommen dann da kleinere Pakete raus oder... Was ist der Unterschied zwischen der besten und den anderen dreien? Ich muss auf jeden Fall was machen. Weil sonst kriege ich hier nämlich eine Strafe aufgebrummt. Das heißt, also ich muss doch schon wieder einen Kredit aufnehmen. Mann, hier passen zwei Maschinen rein. Ich bin voll gut. Ich glaube, ich schaffe das nicht. Da wird eine Strafe auf mich zukommen. Verdammt. Oder schaffe ich es doch? Oh mein Gott, war das knapp. Na, dann machen wir den nächsten. So. Mal gucken. Jetzt habe ich das Feature. Dann machen wir natürlich die Maussteuerung. Das gehört ja zu jedem guten RPG mittlerweile dazu. Wir müssen vor allem den...
Ah, nee, ich habe AA schon. Machen wir das jetzt mal etwas höher. Dann haben wir nämlich auch noch die Musik dabei. Tja, ich sage mal so, wir haben doch hier etliches geschafft. Dafür, dass wir hier ein neues Gebäude angefangen haben. Wir haben jetzt sogar schon eine eigene Produktion. Wir haben noch 37.560 alte Spiele hier in unserem Lager liegen. Die müssen wir vielleicht mal verkaufen. Entweder mache ich das hier rüber. Zweitvermarktung wäre das dann nämlich. Spielebundle. Nee, wie war denn das? Budgetspiel? Ah ja, das könnte ich nochmal auf den Markt bringen, weil ich habe ja noch welche bei mir im... Also, hier im Lager, die könnte ich die Restbestände verkaufen. Das wäre eine Idee. Und dann mache ich halt groß Werbung, dass ich die habe. Und dann kann ich die, ja, für Geld verkaufen. Das wäre doch was. 238.000 kriege ich dazu. Oh, ID Software hat deine Engine lizenziert. Für 35.000 haben die gekauft. Bisschen verrückt. Das die kaufen das tatsächlich? Bin ja begeistert. Oh. Die Auftragsarbeit ging aber mal sehr schnell. Schön. So, dann werde ich sagen, wir machen mal die Zweitvermarktung von diesem Spiel. Kann ich das denn nicht? Kann ich nicht auswählen, so wie es aussieht. Produktionsaufträge, Preis und Packung. Kann ich auch nicht. Spiele produzieren, Zweitvermarktung oder ging das über Marketing? Hoch! Och Mensch, Avira, mach doch jetzt nicht so einen Scheiß. Ich hoffe, die Aufnahme war jetzt nicht gerade abgebrochen. Wenn ja, dann lag es daran, dass gerade mein Avira mich vorne auf den Desktop geschmissen hat. Je nachdem, was jetzt passiert ist. Entweder ist es jetzt schwarz oder es läuft noch. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall werde ich jetzt ein Aufnahmepäuschen machen. Wir haben hier doch schon was Schönes geschafft. Wir haben hier die Entwicklung. Oh, mal gucken. Ich will aufhören und dann kommt das. Beste Grafik haben wir nicht. Studio des Jahres haben wir auch nicht. Und Spiel des Jahres bestimmt auch nicht. Tatsächlich nicht. Gut, als nächstes würde ich sagen, wir machen hier dann den Support hin irgendwo. Mal gucken. Und dann noch das Grafikstudio, das Soundstudio und die Spiele, wie nannte sich, Qualitätssicherung. Und so weiter und so fort. Es ist auf jeden Fall noch nicht alles, was wir hier gebaut haben. Und wir sind gerade im Jahre 1986. Das heißt also, wir haben noch massig Zeit, bis wir hier wirklich alles gesehen haben. Das wird noch dauern. Ich wünsche euch auf jeden Fall erstmal noch einen schönen Tag. Vielen Dank dafür, dass ihr wieder zugeschaut habt. Und wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahmesession bzw. nächsten Folge wieder. Macht es bis dahin gut. Bis bald. Tschüss, ciao und bye.